So, probieren wir mal Lufenia Plus mit dem Team. Machina, Kayn und Garnet. Ich bin mal gespannt, was das für Zahl wäre in der Burst Phase. Vor allem da Kayn Off-Turn-Damage hat. Garnet hat auch ein Off-Turn-Damage. Da bin ich echt mal gespannt, was mich erwartet. So. Gut. Stunning Slash. Auf wen geht er? Auf Makino. Give me the big numbers. So. Da kommt Idolon Eternal. Sehr schön. Dann mache ich das hier. Einfach nur für mehr Life und dafür, dass das Brave Thunder aufgefüllt wird. Ah, Holy Flame noch hinterher. Jetzt. Das hier seine Burst Plus. Mit sehr wenig Damage. Verdammt. Gut. Absolut Zero. Und danach muss ich mit Garnet versuchen, Lilizeth hinterherzusetzen. Gut, dann Rising Drive. Instant Turn Rate für Kayn. Und dann Double Jump. Dass der schon mal außerhalb der Gefahr ist. Und mit Lance kann er dann in der Burst. Nein, bitte kein Protect. Bitte kein Protect. So. Sensual Dance. Das könnte jetzt ekelhaft werden. Divine Judgment. So. Ich hätte vielleicht Fares mitnehmen sollen. Aber jetzt bei 85. Okay, doch nicht. Bei 81%. Das hier. Los geht's. Gib mir die große Nummer. Special Cooldown, was noch alles? 74%. Weiter geht's. So. Ich glaube, das Protect verhindert die ganz, ganz große Zahl. Okay, wieso bekommt er jetzt die ganze Zeit Brave? Okay, wieso kommt der jetzt da drüber? Komm schon. Ich weiß auf jeden Fall, dass Kayn überleben wird.
Gut. Oh nein, das ist miserabel, der Damage. Echt klein. 10,8 Millionen. Das ist gar nichts. Mega Flare Plus. Bitte, Dankeschön. Okay. Damit kann ich jetzt gerade ein bisschen leben. Schön viel Off-Turn-Damage und da kommt noch mehr. So. Ich hätte vielleicht auch, wer war's? Lass mich mal kurz überlegen, Sid mitnehmen können. Der hat auch sowas ähnliches. So. Machen wir das da. War das jetzt gerade ein Blitz? So. Das hier. In der Hoffnung. Der Damage reicht aus. Damit A richtig schön Damage bekommt. Sind ja nur noch 22%. So, sollte ich jetzt... Nein, er geht auf Kane, das heißt, ich kann besser machen. Und da Kane ja in der Luft schwebt, sozusagen, bringt es Bahamut nix. So. Komisch, der Lufenio abtaucht nicht mehr auf. Soll mal recht sein. Rums? Hey! Wieso hat Kane nicht draufgehauen? Egal. Dann Summon hinterher. Rums? Jetzt kann ich draufhauen. Ja, jetzt kommt Damage. Wie viel? Fast 1,6 Millionen. Und zum Schluss machen wir Peridot. Das war Lufenia Plus von Luna Tyrant, beziehungsweise von Dark Bahamut.